Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video dreht sich alles rund ums Thema Kaugummi. Also wenn ihr wissen wollt, ob man nach dem Essen Kaugummi kauen sollte oder nicht, dann bleibt dran. Ganz allgemein kann ich schon mal vorweg die Antwort geben. Offiziell wird empfohlen, nach dem Essen Kaugummi zu kauen. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits wird die Speichelproduktion dadurch angeregt und Speichel hat ja verschiedene Funktionen im Mund. Einerseits fördert es die Remineralisation, denn im Speichel sind ganz, ganz viele Mineralien, die dann wieder in die Zähne eingelagert werden können. Außerdem hat es eine Pufferfunktion, also der pH-Wert wird wieder angehoben, die Säuren werden neutralisiert. Wenn ihr aber Kaugummi kaut, solltet ihr selbstverständlich darauf achten, dass es zuckerfreies Kaugummi ist. Am besten enthält es sogar Xylit. Xylit ist ein Zuckeraustauschstoff, der von Kariesbakterien nicht verstoffwechselt werden können, was zur Folge hat, dass die absterben, diese Kariesbakterien, und sich außerdem auch nicht mehr so gut an die Zahnoberfläche anhaften können. Also Xylit wird auch eine antikariogene Wirkung nachgesagt. Das heißt, dass es die Kariesbildung hemmt. Xylit ist aber nochmal ein Thema für sich, kommt ja auch nicht nur im Kaugummi drin vor. Da mache ich auf jeden Fall nochmal ein eigenes Video drüber. Deswegen hier nur so ganz kurz angerissen, dass es eben gut wäre, wenn in dem Kaugummi auch Xylit enthalten ist. Noch wichtiger ist aber auf jeden Fall, dass kein Zucker drin ist. Was man auch noch hinzusagen muss, und das ist jetzt ganz, 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 ganz wichtig, hört bitte zu, die mechanische Reinigung ist immer wichtiger. Es ist das A und O. Ich würde immer versuchen, auch wenn ihr unterwegs seid, die Zähne mechanisch reinigen zu können und Kaugummi nur als Notlösung zu nehmen, wenn man wirklich nicht die Zähne putzen kann, keine Zahnseide nehmen kann und so weiter. Also Kaugummi eher im Notfall sozusagen nehmen und ansonsten immer die mechanische Reinigung vorziehen. Was bei dieser Empfehlung, dass man nach dem Essen Kaugummi kauen sollte, auch nicht so richtig berücksichtigt wird, finde ich, ist, dass das ziemlich auf die Kiefergelenke geht. Also das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, was ich persönlich nochmal loswerden möchte, ist, dass ihr bitte daran denkt, dass Kaugummi kauen auch die Kiefergelenke belastet, letztendlich auch die Kaumuskeln, aber eben vor allem die Kiefergelenke. Also wenn ihr lange Kaugummi kaut, viel Kaugummi kaut, dafür sind die Kiefergelenke nicht gemacht. Ihr müsst euch das mal überlegen. Der Körper ist ja eigentlich immer sehr logisch. So das, was für ihn biologisch vorgesehen ist. Und die Kiefergelenke, die Kaumuskeln, das ist alles darauf ausgelegt, so viel zu kauen, wie der Körper an Nahrung braucht. Und wenn man zusätzlich noch lange Kaugummi kaut, ist das eine Mehrbelastung, für die der Körper, also die Kiefergelenke und die Kaumuskeln, eigentlich nicht so konzipiert sind. Das heißt, meine persönliche Empfehlung ist eigentlich, ja, Kaugummi kauen wirklich nur im Notfall und wenn ihr Kaugummi kaut, auch nicht zu lange kauen. Und deswegen mache ich auch nochmal ein Video darüber, was man machen kann, wenn man unterwegs ist, wie man dann die Zähne am besten pflegen und reinigen kann. Da kommt auch noch ein Video drüber. Ich persönlich verwende nämlich eigentlich niemals Kaugummi. Als ich dieses Video heute vorhatte zu drehen, musste ich erstmal gucken, ob wir überhaupt eins im Haus haben, weil sowohl ich als auch mein Freund es eigentlich niemals benutzen. Also ich habe jetzt in der allerletzten Ecke mal eins hervorgekramt. Beziehungsweise zwei habe ich letztendlich gefunden. Einmal hier von Curaprox, das habe ich hier mal auf einer Messe bekommen. Ich habe dann festgestellt, es ist schon seit März abgelaufen. Also ihr seht wirklich, ich benutze es eigentlich nicht. Irgendwo hat mein Freund das hier noch hervorgezaubert, ist auch schon dementsprechend abgenutzt und zerknüllt und wahrscheinlich auch abgelaufen. Also das Verfallsdatum war nicht mal mehr zu sehen. Und dazu muss ich eben auch sagen, hier ist Aspartam drin, also das würde ich euch sowieso nicht empfehlen. Welches Kaugummi auf mich aber einen ganz guten Eindruck gemacht hat, ist von der Firma Xuka. Die süßen nämlich zu 100% mit Xylit und enthalten kein Aspartam, kein Sorbitol, auch nicht diesen Weichmacher Titandioxid. Also von den Inhaltsstoffen fand ich es ganz gut. Wenn ich mir ein Kaugummi kaufen wollen würde, würde ich mir wahrscheinlich das von Xuka kaufen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt euch ja da auch selber nochmal schlau machen. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Kaugummis, die zuckerfrei sind und Xylit enthalten. Also könnt ihr da natürlich auch andere verwenden. Auf der Homepage der Firma Xuka steht allerdings, dass sie 3 bis 4 Kaugummis am Tag empfehlen und das jeweils mindestens 20 Minuten zu kauen. Und das halte ich persönlich für viel zu viel, weil
Wie gesagt, denkt an eure Kiefergelenke. 3 bis 4 Mal am Tag, mindestens 20 Minuten. Oh Ich no. finde das wahnsinnig viel. Und es gibt ja auch noch andere Alternativen, wie man Xylit zu sich nehmen kann, wenn man es möchte, zur Kariesvorbeugung. Das muss nicht unbedingt Kaugummi kauen sein. Um das Ganze noch einmal zusammenzufassen, ich würde Kaugummi dann kauen, wenn ich wirklich nicht die Möglichkeit habe, meine Zähne mechanisch zu reinigen. Und wenn ich eins kaufen würde, dann würde ich ein xylithaltiges, zuckerfreies Kaugummi kaufen. Und ich würde darauf achten, dass ich nicht zu lange kaue. Ja, und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ich euch damit helfen konnte. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt doch auch mal in die Kommentare, wie ihr das handhabt, ob ihr Kaugummi kaut und wenn ja, welches. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar gute Vorschläge und Empfehlungen für mich. Ja, abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich super doll freuen, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn neue Videos von mir online kommen. Und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.